Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun, dass sie am Himmel sich niemals trafen. Denn wenn er aufsteht, dann geht sie schlafen. Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie. Da sind wir beide besser dran, viel besser dran. Weil mich dein Mund so oft ich will am Tage küssen kann. Hier unten ist das Leben schön für dich und mich. Mein Mund sagt dir so oft ich will, mein Schatz, ich liebe dich. Doch Lady, Lady Sunshine und Mr. Moon können gar nichts dagegen tun. Wenn sie auch träumen von einem Märchen, ein Pärchen werden sie nie, 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 nie. Da schwinge ich mich doch vorsichtig dazu. Vielen Dank, Lady Sunshine, Mr. Moon, Elisabeth, Oliver und Matthias. Danke euch. Ihr performt ja Lieder ja, im Stil der guten alten Zeit. Könnte man das so sagen und warum? Ganz genau. Wir machen Lieder der 20er bis frühen 60er Jahre. Ganz einfach, weil wir finden, dass die Musik unglaublich charmant ist und gepflegt gehört. Ja, was fasziniert euch denn gerade an dieser Zeit? Also ich liebe den Witz in der Musik und die ganze Optik und den ganzen Look des ganzen. Naja, heute, wir haben uns bemüht, ein bisschen winterlich. Eine winterliche Variation dieser Kostüme, genau. Genau. Ist das so ein bisschen so das romantische, angehauchte, die große Liebe, eine große heile Welt, die ein bisschen auch vorgespielt wird? Oder? Auf jeden Fall. Vorgespielt ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, aber ich weiß, was du meinst, genau. Ja. Einfach diese großen Melodien, und wo man wirklich sich reinfallen lassen kann und noch träumen und das auch in Ordnung ist und man auch sich zugestehen darf, dass etwas einfach schön sein darf. Was sind denn so eure Vorbilder? Macht ihr Musik im 20er bis 60er Jahre? Gibt es da Vorbilder? Auf jeden Fall. Also für mich gerade mit meiner Stimme sind Marlene Dietrich und Sarah Leander natürlich große Vorbilder. Oliver orientiert sich auch sehr an Max Rabe, gerne mal hin und wieder, der ja auch sich dieser Musik verschrieben hat, oder zumindest in 20er Jahren. Also ich kenne ja den Song von der Conny Fröbes und von Peter Kraus. Peter Weg war es tatsächlich. Genau, aus dem Film Marie Andels Rückkehr. Okay. Genau. Und nach dem haben wir uns auch tatsächlich benannt, natürlich. Wunderbar. Ist es schwierig, als Paar zusammenzuarbeiten, oder ist das eh kein Problem, keine Reibungspunkte? Nein, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Also wenn man den ganzen Tag miteinander verbringen kann und dann noch, ja, die Musik zaubert einem ja auch immer ein Lächeln auf die Lippen. Das heißt, wir verbringen den Tag lachend. Was kann es schöner geben? Und sie schmachten einander an. Vielen, vielen Dank. Macht's weiter so. Ihr macht das sehr gut. Und wir gehen hinein ins warme Studio zum Lukas.